Willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Ich sitze hier mit der Nazila und dem Amir. Die beiden betreiben ein Family-Business, genau wie Andreas und ich. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Einladung. Sie zu sein. Von wo seid ihr angereist? Wir kommen von Ammersee, Nähe von München. Das ist die Nähe von München, ja. Und heute hier bei uns im Baulig-Office. Und es gibt einen schönen Anlass fürs Kommen. Und zwar haben wir hier einen goldenen Handschlag. Das heißt, ihr habt es geschafft. Ihr habt einen sechsstelligen Monatsumsatz gemacht, sogar schon. Das ist schon eine Weile her, im Mai, glaube ich, das erste Mal. Mhm. Und natürlich ist es immer sehr, sehr spannend für die YouTube-Zuschauer, die jetzt heute hier sind, oder die Hörer aus unserem Podcast zu hören, wie ihr das gemacht habt, wer ihr überhaupt seid. Und darüber wollen wir heute reden. Deswegen schon mal schön, dass ihr da seid. Und ja, erzählt doch mal, wer seid ihr und was macht ihr? Ja, ich bin Nazila Jafari und ich bin seit 25 Jahren Investor und Trader. Und ich habe ein eigenes System aufgebaut, der auf Fibonacci basiert ist. Und wir helfen Investoren und Trader mit meinem System profitabel in den Markt zu investieren. Jetzt fragen sich einige, was ist Fibonacci? Fibonacci sind die Zahlenreihe. Also mit Hilfe von Fibonacci Retracement messe ich sozusagen die Kurse. Es ist eine eigene Methode, die ich anwende und entsprechend seit Jahren auch meinen Investoren betreue. Okay, Fibonacci kenne ich aus dem Mathematikunterricht, das ist eine Zahlenreihe. Mathematik und das weiß Mathematik ich noch, ich hatte Mathe-LK früher. Oh. Mathematik auf dem, und Gymnasium, Physik, genau. Und daher kenne ich das. Und wie bist du dazu gekommen, dass du das dir überlegt hast? Weil also ich habe sehr, sehr früh angefangen mit der Börse. Ich war 8 Jahre alt, dass ich eigentlich durch meinen Großvater... Mit 8 Jahren, ja. Okay. Ja. Mit 8 Jahren habe ich andere Sachen gemacht. Genau, aber ich habe Zahnreihen tatsächlich als Kind geliebt. Mit 8 Jahren war ich in Wäldern mit Stöcken spielen oder so. Ja, da war ich auch, aber trotzdem habe ich Zahnreihen immer noch im Kopf gehabt. Naja, aber in Freizeit, ich habe mich wirklich für den Handel interessiert und für Zahlenreihe sehr viel interessiert. Und dann hat mein Großvater irgendwann mal mir einen Zettel in der Hand gedrückt und einen Stift in der Hand gedrückt und ein paar Telefonnummern. Und ich musste sozusagen morgens, mittags, nachmittags anrufen und habe Kurse abgefragt. Und dann musste ich aufschreiben. Für deinen Großvater, oder wie? Bitte? Für deinen Großvater dann. Ja, also ich wusste es ja auch an Anfang nicht, warum ich das tue. Aber dann diese Zahlen habe ich zusammenbinden müssen, sozusagen hat man eigene Chart gemacht. Damals gab es ja kein Chart-Software. Es gab ja deswegen nicht so schöne Chart-Software wie jetzt. Ja. Okay. Du, es war gar ja nicht. Also du wurdest mit 8 Jahren beauftragt, Charts abzufragen. Sozusagen, okay. Dann hast du wirklich, glaube ich, sehr früh losgelegt mit dem Thema Börse. Und dann? Und ja gut, das war ja also Goldpreis natürlich auch oder auch Dollarpreis. Also nicht jetzt alle Aktien der Welt, gab es ja sowas nicht in dieser Art. Und dann hat man, also ich habe ihm dann vorgelegt und er hat mir dann erklärt, warum er das mag. Also warum soll ich das machen? Mhm. Weil daran hat er erkannt, okay, der Kurs geht weiterhin nach oben oder so. Also sozusagen, ich habe rechtzeitig und frühzeitig Chart lesen gelernt. Ja. Mit 8 Jahren ist man ja, in welcher Klasse ist man da normalerweise? Also ich war zweite jetzt der dritte Klasse, ja. Ja, in der dritten Klasse konnte ich noch keine Charts lesen. Also wirklich, 8 Jahre war ich. Weiß ich noch, weil das bei einem meiner Geburtstagen hat er mir auch einen Parker-Füller mir gegeben, dass ich mit denen dann auch nochmal die Kurse schreiben durfte. Und ich war total stolz, dass ich so etwas habe, weil er hat das ja gehabt. Ja. Und ich war total, deswegen weiß ich, dass ich so ungefähr 8 Jahre alt war. Als ich dann nach Deutschland kam, dass ich dann mit elektronischer Börse so mehr und mehr mich beschäftigt habe, dann habe ich natürlich entsprechend das zusammengebaut, was ich als Kind schon Interesse gehabt habe. Und da kam der Retracement, die Fibonacci Retracement raus. Da kam der Fibonacci Retracement raus. Genau. Genau. So. Also über die Jahre hinweg quasi schon mit 8 Jahren angefangen. Und dann mit der Börse beschäftigt und irgendwann hast du dann so dein eigenes System entwickelt, wie du das machst. Genau, so ist es. Und dann, wie seid ihr dann dazu gekommen, dass ihr das anderen beibringt?
Also ich bin Mitte 90er Jahre war ich dann schon ziemlich bekannt und ich habe ja auch damals für die Börse, also in Öffentlichkeit sehr viel gearbeitet, also sehr, sehr viel auch meine Analyse rausgegeben. Damals hat man mich ja im Euro sehr gut gekannt. Ich habe ja in der Tat den Euro im Kurs 1,62 oder so geschortet, öffentlich. Und alle, okay, sie ist verrückt, was ist Shorten überhaupt? Und ja. Du hast quasi schon geschortet, bevor es modern war. Ja, ja. Bevor es cool war. Oder es steht da auf den Meme-Seiten in Instagram. Ja, so ist es, ja. Und da war es halt eben damalige Wall Street Online und so, da wurde ich immer mehr hat man über mich geredet. Aber ich bin eigentlich immer im Hintergrund, weil ich den Family Offices und so weiter betreue. Mhm. Und, also ihr betreut auch Family Offices, ja, da wo die Leute, Jahren. Die institutionelle Investoren allgemein. Ja, okay, die also so, wo wirklich die vermögenden Menschen weltweit hingehen, um ihr Geld anzulegen. Das wolltet ihr mit. Richtig, genau. So war es, Unternehmer gleichzeitig, natürlich auch Privatanleger, aber hauptsächlich natürlich jemand, der, sag ich mal, 8-9-stellige Millionenbeträge verwaltet. Okay. Das ist also das ein bisschen Geld verwaltet. Ja. Ja, krass, okay. Das ist richtig, ja. Ja, also zum Coaching natürlich auch. Also der, aber wirklich, das ist nicht mein Hauptthema gewesen. Ich habe Leute gecoacht, um mein System besser selber zu verstehen, sozusagen. Ja, okay. Dass ich manche Fragen stellt man sich ja selbst gar nicht. Ja. Man wird ja dann richtig gut in der Sache, wenn man sie anderen noch erklären kann. Genau. Oder man denkt ja viel mehr darüber nach, wenn man es anderen noch mal erklären muss irgendwie. So ist es. So hat mir auch jemand vor Jahren gesagt, also Mitte 90er Jahre, hat gesagt, okay, jetzt bist du fertig, aber jetzt musst du Leute coachen. Habe ich gesagt, Moment, ich habe ja wirklich, ich dachte, das ist so und das ist erst einmal für mich selber anwenden oder für meine Investoren. Aber nein, in der Tat habe ich dann, aber nicht so viel, ich habe im Jahr wirklich 2 bis 3 Leute oder so gecoacht und manchmal auch wirklich höchstens 6 Personen, aber auch nicht wirklich. Also Coaching war nicht tatsächlich meine Sache und jetzt kommen wir dies nachher sehr näher, weil ich sehr konservativ bin und sehr aufwendig tatsächlich auch gecoacht habe, sehr viel, weil ich Berufsleute gecoacht habe, nicht Börse für... Also nicht den Otto Normal Verbraucher da draußen sozusagen, sondern Leute, die wirklich sagen, hey, also Leute, die tatsächlich damit wirklich solide Geld machen wollten. Also nicht irgendwie Hobby-Borsianer, dass sie wirklich Leute, die tatsächlich ihr Geld investieren wollten, als Beruf, also tatsächlich ihr Job dann aufgeben wollten. Da habe ich auch etliche davon, dass sie tatsächlich auch geschafft haben. Und machen tatsächlich auch nur Börse. Also ob das man Traden oder Investment nennt, ist es egal. Deswegen habe ich sehr, sehr, sehr aufwendig und sehr konservativ die Sachen aufgebaut. Ja, bis der Herrschaften dann groß wurde und ihr kam dazu. Okay. Wie ist die Geschichte weitergegangen? Bei mir. Okay. Wie hat die Geschichte begonnen? Ich war noch beim Andreas, witzigerweise, ich kenne ihn ja seit 2014. Da war ich bei 1er-Kandidat, aber noch bei den Infoprodukt-1er-Kandidaten, also da, wo es noch cool war, dann nicht mehr cool und jetzt ist es ja irgendwie also so semi-cool. Ich war auch bei 1er-Kandidat dabei. Ne? Ja. Echt? Aber ich war halt noch damals, ich bin über einen E-Mail-Marketing-Funnel bin ich da so reingekommen. Mhm. Dann war ich irgendwie halt Student und habe das halt so gesehen und und dadurch kannte ich ihn. Habe das zwar dann so ein bisschen genutzt und hinher und dann, ich weiß gar nicht, was das für ein Jahr war, ich glaube, wann habt ihr die The Great Bowling gemacht? 2019 im November war genau, das? Weil ab dann habt ihr die Ads geschaltet und die habe ich dann auch wieder bekommen. Und dann war ich so, okay, krass, jetzt sind die für Unternehmer und sowas. Also du hast quasi die Andreas gekannt als Einser-Kandidat. Genau, und dann genau. Hast du die... Ich habe die gesehen. Ja, genau. Dann können wir an der Stelle nochmal ein bisschen Bildmaterial einblenden von der Great Bowling Party für alle, die nicht kennen. Das war unser Event für unsere Kunden, die den silbernen und goldenen Handschlag gemacht haben. Zum damaligen Zeitpunkt 2019 waren das ein paar hundert Leute. Und genau. Waren irgendwie, glaube ich, 400 Leute bei der Veranstaltung selbst. Konnten natürlich nicht alle kommen, die einen Award haben, aber war ein cooler Tag.
Ja. Den hast du gesehen, hast du gedacht, willst du auch auf die Party, oder? Nee, witzigerweise habe ich mir dann gedacht, so, also, ja, so, hä, was wollen die jetzt wieder von mir? Und war dann halt im Endeffekt, okay, keine Ahnung. Und dann ist man, habe ich aber draufgeklickt und dann war ich ja schön in eurem Funnel drin. Ja. Und dann hat sie ja gleichzeitig aber eben das Coaching so ein bisschen gemacht. Und ich habe halt gesehen, okay, während sie halt die ganzen, also selber tradet und Kunden betreut und das, habe ich aber auch gesehen, wie aufwendig das Ganze war. Also was sie jetzt auch nicht gesagt hat, durch das Coaching bilden wir auch gleichzeitig unsere Head Trader aus. Also wir bilden ja ihre Systematik aus und holen uns dann die Leute auch natürlich, die gut sind, auch selber ins Team. Weil anders können wir es ja nicht. Wir können ja nicht irgendjemanden von der Straße jetzt nehmen und sagen, okay, mach jetzt mal Analysen für uns, sondern wir bilden die nach unserem System aus. Mhm. Und habe aber gemerkt, dass dieser Prozess ewig, also sehr lange dauert und gleichzeitig auch sehr aufwendig ist. Und ihr habt halt einen extrem guten Job gemacht, immer wieder unsere Probleme zu, in euren Videos also zu targetieren. Mhm. Dass ich mir halt immer wieder gedacht habe, so, okay, ja, habt ihr das und das? Nee, haben wir nicht. Ja, macht ihr das? Ja, machen wir. Ja, dann müsst ihr das und das machen. Ich so, ja, shit. Und dann ging es halt die ganze Zeit so hin und her. Und dann habe ich ja irgendwann gesagt, okay, ich schaue mir jetzt mal an, was sie da eigentlich machen. So irgendwie scheinen die also ja echt einfach irgendwann durch die Kompetenz. Genau. Nee, wirklich. Ihr habt halt so oft das angesprochen, welche Probleme wir hatten, dass wir halt einfach gesagt haben, okay, das macht Sinn oder das hört sich auf jeden Fall gut an. Genau, und dann. Das war ja schon mal lustig. Also, als er studierte und wenn er zu Hause war und wenn ich ihm mal ab und zu mal bei der Schulter geguckt habe oder ne, im Wohnzimmer immer mit seinem Handy gesessen hat und ich habe eure Gesichter immer wieder in seinem Handy gesehen. Er hat in jedem Moment natürlich eure Videos angeguckt. Das ist wirklich so. Das ist so vor Jahren. Und ich hab nicht gewusst, okay, was das geht. Und eine Sache noch, als er dann sein zweites Studium begonnen hat, hat er mich immer wieder über die Börse gefragt und wie ist das und erklär mir mal das und das und dann habe ich halt eben erklärt, so wie ich das sehe und da kam er und sagte, krass, du bist total gegen, also deine Antwort ist gegen das, was wir lernen, total. Mhm. Und sagte, ja, also, ich weiß nicht, was ihr lernt. Einmal Wirtschaftsingenieurwesen und Informatik. Okay. Ja, und dann habe ich gedacht, ich weiß es nicht, was ihr lernt. Ich habe keine Ahnung, was ihr da lernt. Er sagt, das ist aber total, also deine Aussage ist gegen das, was wir lernen. Ja. Und dann kam irgendwann mal, sagte, krass, aber das Ergebnis auch. Der andere funktioniert tatsächlich nicht, das funktioniert. Und das kam, also das war für ihn der Punkt, dass er immer wieder gesagt hat, wieso coachst du nicht eigentlich? Da sage ich, weil ich keine Zeit habe und kein Interesse, weil es für mich wirklich schwierig war, muss ich ehrlich zugeben. Also Coaching ist immer, nein, mache ich nicht, das ist viel zu aufwendig, viel und er sagte, ja, aber wenn es Leute wie dich gibt, dass sie auch nicht ihre Wissen rausgeben, dann werden halt immer wieder das gelehrt, was ich hier eben zu hören bekomme und die sind falsch. Da sagte ich, ja, aber ich kann nicht Leute coachen. Dann haben wir einmal ausprobiert, 8 Leute zu nehmen und wir sind zusammengebrochen, wirklich. Wir sind echt zusammengebrochen, dass wir 8 Leute auf einmal, weißt du noch, auf einmal gecoacht haben. Warst du zu viel oder? Das ja, weil wir haben es halt auf, wir haben es mit Forum und das, also es war halt wirklich einfach viel Arbeit, mit den ganzen Charts und sowas, wir haben ja über die Schultern geschaut und so jeden morgens, mittags, abends mussten wir machen und dann gleichzeitig halt selber zu traden, dann noch mit größeren Kunden dann auch zu betreuen. So, zwar ein Markt, aber dann hast du so viele verschiedene Facetten, das ging einfach nicht mehr und das habt ihr zum Beispiel auch angesprochen, dass du, ja, wie ihr es auch sagt, kein Fließband hast im Endeffekt, das einfach nicht Prozesse. Und ihr habt quasi keine Systematik gehabt, wie auch mehrere Leute gleichzeitig abarbeiten. Ja, das ist witzig, weil sie hat ja ein System entworfen, wie man an der Börse profitabel handelt und ist da sehr, sehr akribisch. Aber wir haben es noch nicht auf dem Coaching-Markt oder allgemein, sag ich mal, in den Prozessen so hinbekommen. Und deswegen kamen wir ja dann auch auf euch, weil wir dann gesagt haben, okay, wenn die das gelöst haben, das wäre ja dann eigentlich nicht so dumm, dann einfach das dazu zu buchen und denen und einfach mal denen ihre den ja, wobei anzuhören, ich was sagen, sie so sagen. Ich muss ja auch zugeben, dass ich halt auch eine Bremse war. Also ich, egal was er gesagt hat, habe ich immer gesagt, nein.
nein, sehr konservativ, wirklich sehr konservativ, nicht daran darum machen. Und ja, und er sagte, das geht ja gar nicht, lass uns mal dies und jenes. Und bis wir ja diese 8 Leute da genommen haben und wirklich zusammengebrochen sind, habe ich gesagt, siehst du, ich habe doch gesagt, du sollst nicht darum experimentieren, das ist einfach nicht für mich. Und dann hat er natürlich mit euch heimlich gemacht. Heimlich? Ja, hinter deinem Rücken? Ja, ich, so ich, hatte, bisschen, ja, ja. Ich hatte so gesehen, das Gespräch mit Yannick dann ohne, ja, ohne sie. Echt, okay. Ja. Und dann habt, hast du, dann habt ihr aber für die Zusammenarbeit entschieden, dann doch. Ja. Ne? Dann habt ihr, seid ihr Kunden geworden und hat dann ins Excellence-Training, unsere Mastermind reingekommen. Genau. Und was ist dann passiert? So, wie ist es dann weitergegangen? Also, der hat ja auf jeden Fall die Wege, sozusagen die Prozesse, hat angefangen, wie gesagt, ich wusste es immer noch nicht. Zeitlang wusste ich tatsächlich nicht, aber ich habe in der Zeit auch nicht gecoacht gehabt so richtig, weil 2019 habe ich dann wieder Cut gemacht mit dem Coaching, sagte ich, das Coaching ist es für mich wirklich eine Nebensache gewesen, dass ich ab und zu mal gemacht habe. Dann war natürlich Ende 2019 mit, ich habe an dem Markt tatsächlich diesen großen Korrektur gesehen und daran geblieben und habe angefangen mit YouTube ein bisschen, weil ich wollte sozusagen diesen perfekten Dreh einfach mal zu zeigen, dass der Markt dreht jetzt. Und das habe ich auch geschafft, wirklich. Und er hat in der Zeit sich angeguckt, wie ich mich so fast umbringe zwischen meinen Investoren, also die Trader, die dieses Geld getradet haben, diese Short-Position, der ziemlich groß war und natürlich ja, viele verschiedene Prozesse, die ich am Tag daran arbeite. Und jetzt natürlich, wenn du sagst, auch Coaching, das passte ja gar nicht da rein. Er hat sich zeitlang alles angeguckt und dann hat mit euch, wie gesagt, diese Prozesse gemacht, die, ich muss sagen, hervorragend funktionieren. Hervorragend. Also ich könnte nicht glauben, dass es so geht. Ich wollte es auch nicht glauben, dass es so geht. Ja, muss man ja wirklich sagen, warum soll ich jetzt lügen? Also, aber erstaunlich. Erstaunlich, dass es tatsächlich so geht, dass ich sogar viel mehr Zeit habe, als ich jemals gedacht habe. Manchmal kann ich das, wir haben ja früher 5 Coaches, also mit mir inklusive 6 Coaches eingesetzt für eine Person. Ja. Echt? Ja, okay, da habt ihr aber unter der komisch vorgegangen. Ja, weil wir halt aber, man muss ja auch dazu sagen, dass sie halt auch sehr, wie gesagt, konservativ und aber auch perfektionistisch arbeitet. Das heißt, wenn jemand halt natürlich von uns ausgebildet wird, vor allem weil es an der Börse ist, es geht ja um Familiengelder, Leute, die sich mindestens für die Altersvorsorge oder irgendwas aufbauen wollen oder teilweise sogar professionell, also auch ihre Familien den Lebensstandard schützen wollen. Das heißt, und da hat sie halt natürlich einen extrem hohen Anspruch, dass wir da auf einem Level performen, dass jemand auch erfolgreich wird, genauso wie ihr auch. Ja. Und so, und das haben wir ja auch dann gesehen und dann haben wir halt einfach angefangen, ja, habe ich einfach angefangen, die ganzen Prozesse mal zu implementieren. So. Also wir haben sogar mehr. Ihr seid ins Training reingekommen und dann. Wie ging es dann weiter? Also ins Training reingekommen, dann haben wir eigentlich ja, erstmal das Coaching-Produkt dann erstmal aufbauen müssen. Und haben halt also da. Also euer Training quasi entwickelt. Genau, das anhand eurer Vorgaben einfach wirklich stupide, wirklich 1:1 einfach umgesetzt, weil ich gesagt habe, okay, bei denen funktioniert es, machen wir genauso. Auch direkt, also auch natürlich geschaut, okay, wie können wir das auf uns anpassen und das Ganze machen. Haben dann auch gesehen, welches Maß, das ist auch das, wo wir dann so wieder diskutiert hatten, weil ihr habt ja auch, ich glaube, mehrmals die Woche oder mehrmals am Tag, fast jeden Tag oder jeden Tag Live-Calls. Mehrmals am Tag live. Mehrmals am Tag, jeden Tag die Woche. Ja. Und sie hat das halt gesehen und hat ja gesagt so, ich will das halt auch auf dem Level haben. Und ich so, du musst das nicht auf dem Level haben. Hinher haben wir gesagt, okay, wir machen es jetzt, machen wir es halt jetzt auch. Jetzt heißt, wir haben jetzt auch jeden Tag einen Live-Call. Aber dementsprechend haben wir, dadurch, dass wir also das jetzt so aufgebaut haben, ist es halt viel besser. Also wir haben auch von den Kundenstimmen, also ein paar, die Head Trader, die jetzt dabei sind, wurden ja damals so ausgebildet, die sagen so, wie geil ist das denn? Also wie nice ist dieser neue Prozess? Weil die Leute, wie gesagt, wir können ja dann über Zoom, können wir einfach face-to-face reden, wir können
Gut, heutzutage ist es ja auch anders. Wir können ja per Zoom sogar mit unserer Maus auf den ihrem Bildschirm zugreifen und genau die Analyse so setzen, wie sie sie setzen hätten sollen und sowas. Dann lernt nicht nur einer mit, sondern was weiß ich, 10, 20 Leute lernen halt gleichzeitig. Ja. Und du hast einfach so Aha-Effekte und das ist halt wie so ein, ja, wie so eine Spirale, die nach oben geht, einfach vom Learning her der Leute. Und das ist halt genau das, was wir halt umsetzen. Und das ist auch das, was wir, also wir haben auch, wie gesagt, da haben wir ja auch schon öfter geredet, so Sales-Prozesse und so haben wir eigentlich auch noch nicht so krass implementiert. Einfach, wie gesagt, da haben wir einfach, natürlich die Gespräche führen wir mit den Leuten, aber einfach, weil sie dann sagt, okay, sie erklärt das einfach, was da abläuft, wie das Ganze, wir beraten die, okay, was sind die nächsten Schritte, also schon so ein bisschen, wie ihr das mitgibt, aber, und dann im Endeffekt sagen die Leute, okay, ja, geil, ziehen wir durch. Und ja, weil das Angebot so gut gemacht worden ist, dass Genau. Und einfach mit eurem Prozess dann auch einfach auf gut von der Hand geht. So. Ja, es ist und skalierbar, die Leute ist anwenderfreundlich quasi. Ja, vor allem, ich habe Zeit. Ich meine, wenn du gestresst bist, wenn du eine Person coachst und gleichzeitig auch deine Investoren hast, die immer so auch wichtig sind, die vormittags natürlich mit dem Markt live dabei sind, dann hast du jetzt plötzlich 30, 40, 50 Leute in den Calls drin, in verschiedene, weil ich habe ja verschiedene Levels auch. Und du sitzt da und bist du 2 Stunden mit denen und hast, ich frage immer wieder, habt ihr Fragen? Also es ist für mich irre, dass, weil früher total anders ging. Ja, ich habe kam diese Fragensalat und so weiter und jetzt, weil es ja so live präsent bist und nee, haben wir nicht, haben wir ja 4-mal in der Woche Calls, irgendwann machen sie gar keine Fragen mehr. Ja, dann fangen wir an, über den Markt und Live-Markt zu reden, sozusagen. Okay, dann traden wir halt eben, wenn ja keine Fragen mehr. Und das ist für mich irre, was ich gar nicht gedacht habe. Ich habe wirklich nicht geglaubt. Das heißt, wir gucken euch quasi beim Traden selbst auch zu, lernen dabei. Ja. Genau, also anhand der Systematik natürlich. Ja. Also nicht jetzt hier, folge uns mal, mach mal, sondern wir bringen natürlich immer die Systematik bei. Sehr geil. Ja. Wie war das so für euch selber? Also wie war eure eigene Umsatzentwicklung jetzt fürs Coaching? Ihr habt mit dem Coaching ja jetzt auch 6-stellige Monatsumsätze. Ja. Hättet ihr gedacht, dass das so schnell geht quasi? Man muss ja auch sagen, wir haben noch nichts gemacht. Also wir haben ja noch gar nichts gemacht und wir sind ja noch nicht so wirklich rausgegangen. Und vorher? Wir sind, ja. Also habt ihr quasi von null auf... Ja, von der erste Monat 150.000 war, glaube ich, der beste, ne? Ja, das war... 200 schon. Also das, achso, 200, ja. Ja. Ja, aber das ohne dass wir tatsächlich was gemacht haben, weil ich hätte ja so viele oder ich habe so viele auf Warteliste, die Leute, die immer wieder mich gefragt haben, ich habe gesagt, ich biete keine Coaching an. Ich musste einfach mal nur sagen, ich biete Coaching an, aber vorsichtig, weil ich selbst Angst gehabt habe, so viele Leute dann auf einmal dann auf mich zukommen und immer langsam. Und in der Tat, ja, also ohne, dass wir jetzt veröffentlicht gemacht haben, dass ich das wieder anbiete, waren wir halt plötzlich 0 auf 1000 sozusagen für meine Begriffe, was es vorher war. Und das ist schon Sensation, also das ist schon irre. Sehr cool. Ja. Für wen ist das denn was, Ami? Also wenn ich jetzt gerade zuschaue, ich bin jetzt auf YouTube, auf dem Baulig-YouTube-Kanal, hallo, und sage, hey, für wen ist das denn, was? Ist das jetzt nur für Investoren oder? Das ist eigentlich für jeden Privatanleger, Unternehmer, der, oder auch institutioneller Investor, der, sage ich mal, einfach eine profitable Handelsstrategie implementieren möchte und das Ganze halt eben, ja, strukturiert auch angehen möchte und einfach damit auch gute Ergebnisse erreichen will. Wie gesagt, das sagt ihr ja auch immer, es ist natürlich extrem wichtig, gerade wenn man ganz am Anfang steht, erstmal in sein Business zu investieren und da die Prozesse am Laufen zu haben. Mhm. Aber sobald man das Ganze auch ein bisschen professionalisieren will und natürlich auch weitere oder bessere Renditen erreichen möchte, dann kommt man zu uns. Also was ist so das Volumen, was man da braucht, um da... Das ist völlig egal, weil mit meinem System kann man wirklich diesen schneller Daytrading machen und sehr profitabel circa, bis zum sehr konservative Investment. Und das also ist ja, ihr bietet quasi unterschiedliche... Genau. Das haben wir ja jetzt durch eure Prozesse eben entwickeln können, dass wir jetzt nicht mehr pinpointen müssen, du bist jetzt das, du hast jetzt, was weiß ich, 50, 100 Millionen und wir können nur noch mit dir so und so arbeiten, sondern wir können jetzt mit verschiedenen Leuten einfach zusammenarbeiten und jeder hat halt seinen eigenen Prozess, dass er auf seinem Level
die nächste Stufe erreicht. Aber ich brauche jetzt keine 50 oder 100 Millionen. Nee, eben nicht. Das ist 10.000, 50.000, 100.000 vollkommen ausreichend, wie gesagt. So, damit man so einen Rahmen hat, wenn man jetzt gehört. Aber dann will man wirklich, dann sollte man sich auch wirklich dann quasi, das hat sein Hauptbusiness, ist das dann quasi oder wie? Also, wir haben, also viele sind natürlich selbstständig und bauen das sich nebenher auf. Und je nachdem, was die, in welchem Business die halt sind, wenn das halt, naja, wenn die Profite aus dem Daytrading oder aus den Investments dann irgendwann besser werden als der normale Job, dann wechseln die halt oft. Aber das, durch das ganze neue System ist so interessant. Ich habe wirklich bestimmt zwei Hände voll Eingestellte auch. Leute, die Angestellte sind, die Leute, die jetzt in der Kurs dabei sind, die sind Angestellte, die haben Vollzeitjob. Ah, das meinst du, kommt, du hast quasi, ihr habt auch Angestellte, die nebenbei traden. Okay. Genau, und es ist halt, ich habe eine wunderbare Schauspielerin auch, dass sie sagt, mein ganzer Traum war, dass ich dann meinen Job sozusagen aufgebe. Irgendwann durch die Corona kamen natürlich auch sehr viele. Das ist dann sehr viele, auf die Idee kommen und ja, langsam aufbauen. Und jetzt ist sie fast so weit, dass sie auch sagt, okay, ich kann tatsächlich meinen Job aufgeben, wenn ich zum Arbeit gehe, regt mich ja auf, dass ich jetzt bei der Arbeit bin, weil ich hier hätte ja viel mehr Geld verdient, als wenn ich jetzt arbeiten gehe. Und das ist... ja, und das ist interessant, dass es mit den jetzigen Systematik durch euch auch noch super klappt, dass die Leute abends nochmal in der Calls teilnehmen können, wenn sie was verpassen durch die Aufzeichnung nochmal alles anhören können, also nichts verpassen. Und das ist schon ganz also große Klasse. Also wenn man einen Call verpasst, gibt es dann die Aufzeichnung quasi auch noch dabei. Ja. Und ich nehme an, noch ein Training, ne? Ja, weil wir alles aufzeichnen. Also eigentlich, wir haben es ja so halt genauso umgesetzt wie ihr. Einfach weil wir gesehen haben, wie gut es bei euch funktioniert. Man muss ja auch die Credits dem Andreas geben. Weil, Credits an Andreas. nee, wirklich, weil A merkt man, also wie schlau er ist, also das Ganze auch so zu, weil das hat zum Beispiel sie, oder das hat, deswegen erkennt man manchmal die Synergien, weil was sie gemacht haben, was der Andreas macht, die schauen sich eben Konzepte an, und sagen jetzt nicht so Online-Marketing und das und du musst irgendwie Funnel hinher und Prozesse aufbauen, sondern er geht so gesehen einen Schritt zurück und versucht zu verstehen, was sind die Hintergründe von einem erfolgreichen Business, von einem erfolgreichen, von einer Agentur, whatever, und baut dann darauf eben die passenden Systeme, die dann oftmals konträr sind zu dem, was eigentlich jetzt in aller Welt quasi gemacht wird oder jeder, der irgendwas optimiert oder sowas. Mhm. Und er nimmt halt eine andere Struktur. Und das hat sie halt, wie gesagt, an der Börse gemacht und hat da ihr eigenes System. Und das macht der Andreas halt extrem stark auf dem Business-Level. Und ist halt, wie gesagt, ist halt sehr, sehr gut, eben Konzepte zu erkennen und kann sich auch sehr, sehr schnell in andere Konzepte auch eindenken. Deswegen, also wie gesagt, wir lieben es ja eigentlich auch immer mit ihm dann zu sprechen, weil es gibt immer irgendwie einen Input. Und das ist auch meiner Meinung nach das, wenn man das meiste aus euch rausholt, ist eigentlich, wenn man diese Präzision versucht zu verstehen. Weil das haben wir auch schon im Chat und sowas. Es sind so kleine Nuancen. Man denkt so, ah ja, okay, flüchtig, nehme ich jetzt mal hin, mache ich mal anders. Ja. Ich weiß genau, welches Beispiel. Genau, ja, aber es ist so, nein, mach den Prozess so, weil wir haben uns da schon Gedanken drüber gemacht. Und es ist halt witzig, weil, wie gesagt... Das habe ich genauso, aber ne? Ja. Das ist wirklich bei meinem System genauso. Man verändert die Sachen und schon kommt ein anderer Salat dabei raus. Ja. Das ist eine Suppensache. Also ich sage es ja wirklich, also dass seitdem er mit euch zusammenarbeitet und natürlich als jetzt halt richtig begeistert ich sehe, dass es tatsächlich das Gleiche ist. Also was der Andreas sagt, ist in der Tat 100% richtig. Also wenn man irgendwas an diesem Prozess sehr verändert, dann funktionieren sie nicht mehr. Also man muss wirklich 1:1 genauso umsetzen. Und das ist schon... Also kann ich an die Börse beweisen, dass das so ist. Ja. Die Resultate sprechen ja für sich. Ja. Ihr habt ja, wie ich jetzt lernen durfte, 200.000 Euro schon in einem Monat gemacht. Und das mit ohne Werbung, Business, was ohne ihr aus, nichts. Ohne aus dem Null quasi gestartet habt. Ja. Natürlich war es vorher bekannt in dem Thema, ja, aber... Viele Leute sind bekannt und sind trotzdem nicht in der Lage, solche Umsätze zu machen. Wie kann man euch jetzt finden, wenn man sagt, hey, finde ich spannend, würde ich gerne mal ein Gespräch mit euch führen, weil ich mich für das Thema interessiere?
Wie findet man euch? Also ihr findet uns unter fibonaccicode.de. Da findet ihr alle Informationen und da könnt ihr auch für euch für ein kostenloses Erstgespräch eintragen. Ansonsten auf Instagram Fibonacci Code Official, auf YouTube Nasila Jafaris Fibonacci Code und ja, das gibt also einige Adressen, die ihr euch anschauen könnt, ja, wo ihr Interessen sammeln könnt. Genau. Und wenn du jemand bist, der ja auch eine Expertise hat, der nach draußen gehen möchte, sein Coaching-Business ausbauen möchte und ja auch überhaupt erstmal aufbauen, das Ganze skalierbar aufstellen möchte, dann geht doch auf www.andreasbaulig.de. Die beiden haben sich auch getraut, beziehungsweise du hast es heimlich hinter ihrem Rücken gemacht erstmal und das Gespräch gesucht. Wir konnten euch helfen. Ihr habt jetzt ein schönes Business aufgebaut, könnt da draußen vielen Menschen helfen bei ihrem Problem oder sich da weiterzuentwickeln in dem Themengebiet. Und wenn du genauso, sag ich mal, eine Expertise hast und lernen möchtest, wie das geht, geht es auf www.andreasbaulig.de. Trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wir schauen uns das Ganze dann einfach mal an, wie das aussehen könnte, was so der ideale Plan wäre. Und ja, dann sitzt du vielleicht auch irgendwann hier und holst deinen goldenen Handschlag bei uns ab für den ersten 6-stelligen Monatsumsatz. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Danke, dass ihr eure Geschichte geteilt habt. War sehr, sehr spannend. Ja, wenn ich als Konservative schaffe, schaffen die anderen ja, natürlich auch. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Markus. Ciao. Ciao.